Hirsedieb von Ludwig Bechstein, gelesen von Jasmin Stab. In einer Stadt wohnte ein sehr reicher Kaufmann. Der hatte am Haus einen großen und prächtigen Garten, in dem auch auf einem Stück Land Hirse gesät war. Da nun dieser Kaufmann einmal in seinem Garten herumspazierte, es war im Frühjahr, wo der Same frisch und kräftig stand, so sah er zu seinem größten Ärger und Verdruss, dass vergangene Nacht von frecher Diebeshand ein Teil von seiner Hirse abgegrast worden war. Und gerade dieses Garteneckerlein, darauf er alle Jahre Hirse säte, war ihm ganz besonders lieb, wie manchmal die Menschen eine ausschließliche Vorliebe für eine Sache haben. Er beschloss, den Dieb zu fangen und dann nachdrücklich zu strafen oder dem Gericht zu übergeben. Daher rief er seine drei Söhne, Michel, Georg und Johannes, zu sich und sprach: »Heute Nacht war ein Dieb in unserem Garten und hat mir einen Teil Hirse abgegrast, was mich sehr ärgert. Dieser Frevler muss gefangen werden und soll mir büßen. Ihr, meine Söhne, mögt nun die Nacht hindurch wachen, einer um den anderen. Und wer den Dieb fängt, soll von mir eine stattliche Belohnung bekommen.« Michel, der Älteste, wachte die erste Nacht. Er nahm sich etliche geladene Pistolen und einen scharfen Säbel, auch zu essen und zu trinken mit, hüllte sich in einen warmen Mantel und setzte sich hinter einen blühenden Holunderbusch, hinter dem er aber bald tief und fest einschlief. Als er am hellen Morgen erwachte, war ein noch größeres Stück Hirse abgegrast als in voriger Nacht. Und als nun der Kaufmann in den Garten kam und das sah und merkte, dass sein Sohn, anstatt zu wachen und den Dieb zu fangen, geschlafen hatte, war er noch ärgerlicher und schalt und höhnte ihn als einen braven Wächter, der ihm samt seinen Pistolen und Säbel selbst gestohlen werden könne. Die andere Nacht wachte Georg. Dieser nahm sich nebst den Waffen, die sein Bruder vorige Nacht bei sich geführt, auch noch einen Stock und starke Stricke mit. Aber der gute Wächter Georg schlief ebenfalls ein und stellte am Morgen fest, dass der Hirsedieb wieder tüchtig abgegrast hatte. Der Vater wurde ganz wild und sagte: »Wenn der dritte Wächter ausgeschlafen hat, wird die Hirsesaat vollends zum Kuckuck gehen und es wird dann keines Wächters mehr bedürfen.« Die dritte Nacht kam nun Johannes an die Reihe. Dieser nahm trotz allem Zureden keine Waffen mit, doch hatte er sich im Geheimen mit recht probaten Waffen gegen den Schlaf versehen. Er hatte sich Disteln und Dornen gesucht, und diese, als er sich abends in den Garten an seinen Wachplatz begab, vor sich aufgebaut. Wenn er nun einschlafen wollte, stieß er allemal mit der Nase an die Stacheln und wurde gleich wieder munter. Als die Mitternacht herbeikam, hörte er ein Getrabbel. Es kam näher und näher, machte sich in den Hirseacker, und da hörte Johannes ein recht fleißiges Abgrasen. »Halt«, dachte er, »hab ich dich«, und er zog einen Strick aus der Tasche, schob leise die Dornen zurück und schlich dem Dieb vorsichtig näher. Wer hätte das vermutet? Der Dieb war ein allerliebstes kleines Pferdchen. Johannes war innerlich erfreut, hatte auch keine Mühe mit dem Einfangen. Das Tier folgte ihm willig zum Stall, den Johannes fest verschloss. Und nun konnte er noch ganz gemütlich in seinem Bett ausschlafen. Früh, als seine Brüder aufstiegen und hinunter in den Garten gehen wollten, sahen sie mit Staunen, dass Johannes in seinem Bett lag und fest schlief. Da weckten sie ihn und höhnten ihn mit allerlei neckendem Gerede, dass er wohl der beste Wächter sei, da er sogar nicht einmal die Nacht ausgehalten habe auf seiner Wache. Aber Johannes sagte: »Seid ihr nur ganz still, ich will euch den Hirsedieb schon zeigen.« Und sein Vater und seine Brüder mussten ihm zum Stall folgen, wo das kleine Pferdchen stand, von dem niemand zu sagen wusste, woher es gekommen
und wem es gehört. Es war allerliebst anzusehen, von zartem und schlankem Bau und dazu ganz silberweiß. Da hatte der Kaufmann eine große Freude und schenkte seinem wackeren Johannes das Pferdchen als Belohnung. Er nahm es freudig an und nannte es Hirsedieb. Bald danach vernahmen die Brüder, dass eine schöne Prinzessin verzaubert wäre, im Schloss, das auf dem gläsernen Berg stehe, zu welchem niemand wegen der großen Klette emporklimmen könne. Wer aber glücklich hinauf und dreimal um das Schloss herumreite, der erlöse die schöne Prinzessin und bekomme sie zur Gemahlin. Gar unendlich viele hätten schon den Bergritt probiert, wären aber alle wieder herabgestürzt und lägen tot umher. Diese Wundermär erscholl durchs ganze Land, und auch die drei Brüder bekamen Lust, ihr Glück zu versuchen, nach dem gläsernen Berg zu reiten und, womöglich, die schöne Prinzessin zu gewinnen. Michel und Georg kauften sich junge, starke Pferde, deren Hufeisen sie tüchtig schärfen ließen, und Johannes sattelte seinen kleinen Hirsedieb, und so ging es aus zum Glücksritt. Bald erreichten sie den gläsernen Berg. Der Älteste ritt zuerst. Aber ach, sein Ross glitt aus, stürzte mit ihm nieder, und beide, Ross und Mann, vergaßen das Aufstehen. Der Zweite ritt, aber ach, sein Ross glitt aus, stürzte mit ihm nieder, und beide, Mann und Ross, vergaßen auch das Aufstehen. Nun ritt Johannes, und es ging in leichtem Trab, und droben waren sie, und wieder in leichtem Trab, und sie waren dreimal um das Schloss herum, als wenn Hirsedieb schon 100-mal diesen gefährlichen Weg gelaufen wäre. Nun standen sie vor der Schlosstür. Diese ging auf, und es trat die wunderschöne Prinzessin heraus. Sie war ganz in Seide und Gold gekleidet und breitete freudig die Arme gegen Johannes aus. Und derselbe stieg schnell vom Pferdchen und eilte die holde Prinzessin und somit sein ganzes überaus großes Glück zu empfangen. Und die Prinzessin wandte sich zum Pferdchen, streichelte dasselbe und sprach: »Ei, du kleiner Schelm, warum warst du mir denn entlaufen, dass ich nicht mehr die einzige Nachtstunde genießen konnte, die mir vergönnt war, unten auf der grünen Erde zu verweilen, da du mich nicht mehr den gläsernen Berg hinunter und wieder herauftrugst? Nun darfst du uns nimmermehr verlassen.« Und da ward Johannes gewahr, dass Hirsedieb das Zauberpferdchen seiner wunderschönen Prinzessin war. Seine Brüder kamen wieder auf von ihrem Fall. Johannes aber sahen sie nicht wieder, denn er lebte glücklich und allen Erdensorgen entrückt mit seinem Engel im Zauberschloss auf dem gläsernen Berg. Aber zu diesem Berg fand kein Mensch mehr den Weg, weil der Zauber gelöst und die Prinzessin durch ihr kluges Pferdchen von ihrem Bann befreit worden war, indem es den rechten Gemahl zu ihr getragen hatte.